Hey Leute, Remake hier. Heute, ihr seht mich noch nicht, aber ich zeige euch heute, wie ihr den Shadowman tamen könnt. Fangen wir an. So, zuerst einmal, es ist ein Passive Tame. Dementsprechend brauchen wir ihn nicht ausnocken. Und ihr braucht gefüllte Fischreusen, also Filled Fish Baskets, um ihn zu zähmen. Je größer der Fisch, desto besser die Efficiency und desto weniger braucht ihr. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, große Fische zu fangen, weil sich das auf jeden Fall auszählt, gerade auf bei der Dauer. Kann getragen werden vom Cats und von der Rhino, spawnt auf Genesis Part 2 und Fjordo und die Difficulty ist 3 von 5 Punkten. Aber fangen wir an. So, erstmal zeige ich euch, wie ihr hier die Fischreusen auffüllen könnt. Und zwar craftet ihr einfach erstmal ein paar Fischbaskets und dann platziert ihr die im Wasser. Ihr müsst natürlich die auch in der Nähe von Fischen platzieren. So, da hinten ist jetzt zum Beispiel ein Fisch, den platziert ihr dann einfach in der Nähe, so. Im besten Fall haut der auch nicht ab. Also der muss dann eine kurze Zeit lang in der Nähe einfach bleiben. So, der haut jetzt natürlich ab. Das ist ungünstig für uns. So, da gehen wir nochmal hinterher. So. Jetzt bleibt er in der Nähe. Genau, da seht ihr Trap Initializing. Und dann nach ein paar Sekunden, wenn er nicht wegschwimmt, oh, vielleicht kommt er jetzt nochmal in die Range. Nein. Ah, doch, jetzt kommt er. So, zack, und dann könnt ihr es aufheben. Dann habt ihr den Fisch gefangen und habt ein Filled Fish Basket für den Shadowman. Dafür braucht ihr jetzt natürlich mehrere und haltet am besten auch wirklich Ausschau nach größeren Fischen. Der sieht jetzt zum Beispiel, oh, gucken, 1,7er. 1,5 ist eigentlich das Beste, was ihr kriegen. Nicht das Beste, aber schon was sehr Effektives. Aber 1,7 ist natürlich dann super, super geil, um den zu zähmen. Gerade bei einem auf einem niedrigen Level wird er halt richtig reinknallen und da werdet ihr ultra viel Progress machen. Kann manchmal etwas tricky sein, sucht euch am besten irgendeinen Fluss, wo relativ viele große Fische drin sind und dann könnt ihr einfach ganz viele Fischreusen platzieren und dann einfach mehrere direkt mitnehmen. So, kriegen wir den jetzt gefangen hier. Sieht gut aus. Noch ein paar Sekunden. So, perfekt, den haben wir jetzt. Den werden wir gleich auch auf jeden Fall beim Zähmen verwenden. Ihr werdet natürlich ein paar mehr brauchen, je nachdem wie Efficiency auf eurem Server ist. Aber ja, also viel, je nachdem, welches Level ist, habt ihr die Stats gesehen, braucht ihr nicht allzu viele große Fische. Aber fangen wir an. So, da hinten seht ihr jetzt einen Shadowman. Erstmal zeige ich euch hier den Spot auf Fjordur. Und da hinten sitzt einer, der ist am Schlafen. Klärt auf jeden Fall den Bereich um ihn herum von allen anderen Dinos, weil er sehr leicht abgelenkt wird. Ich glaube, ich sollte jetzt hier eigentlich relativ sicher sein. Da hinten sind jetzt noch ein paar, aber so weit wird er hoffentlich nicht laufen. Ja, ihr werdet gleich auch sehen, warum wir überhaupt den Bereich um ihn herum bereinigen müssen, sage ich einfach mal. Ihr solltet auf jeden Fall auch einen Ghillie benutzen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil wir halt nah an ihn dran gehen müssen und ansonsten wird er aggro. Also eigentlich braucht ihr auch halt einen Ghillie. Ihr könnt auch hier, oh, wo sind sie jetzt da? Genau, Cactus Broth nutzen. Das erhöht auch nochmal eure Unsichtbarkeit, sage ich jetzt einfach mal. Also, dass er euch weniger bemerkt. Also, wenn ihr die beiden Sachen habt, dann wird er euch auf jeden Fall nicht bemerken. Da kann euch auch mal vielleicht ein kleiner Fehler passieren. So, die Fischbaskets müsst ihr dann auf den letzten Inventarslot legen natürlich. Und jetzt müssen wir da auch hingehen. So. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt wurde er abgelenkt. Ja, jetzt wurde er natürlich abgelenkt. Ich glaube, ich kläre hier nochmal ein bisschen mehr von dem Bereich, dass hier ein paar weniger Dinos sind, damit er uns gleich nicht abgelenkt wird. So, habe ich jetzt gemacht. Jetzt sollten hier nicht mehr viele Dinos sein. Da hinten schläft er jetzt wieder. So, dann geht ihr halt in die Nähe. Ihr könnt auch relativ nah dran gehen, wenn ihr Ghillie habt. So, und dann habt auch die Fischbaskets ready. So, dann sneakt hin. Ich habe jetzt nicht mal die Cactus Broth aktiviert. Und dann auf jeden Fall crouchen, weil ansonsten könnt ihr den nicht füttern. So, und dann Feed Fish Basket und jetzt werdet ihr sehen, er wird unsichtbar. Und das kann etwas tricky werden. Jetzt müsst ihr natürlich rausgehen und warten. Es gibt eine Mod, einen Tame Tracker. Dann wird euch halt angezeigt, wo er gerade rumläuft. Oder dann könnt ihr einfach hinlaufen. Haben wir jetzt leider nicht. Dementsprechend können wir es halt auch nicht sehen. Man kann halt aber so Silhouetten von roten Fußstapfen sehen. Jetzt gerade sehe ich ihn nicht mehr. So, ah, da genau, da seht ihr so die Silhouetten von den Fußstapfen. Bleibt am besten in der Nähe, wenn ihr das seht, aber geht nicht zu nah dran, ansonsten könnte er aggro auf euch werden. Jetzt geht der uns natürlich ein bisschen auf die Nerven. So, jetzt ist er wieder aufgetaucht und legt sich wieder schlafen. Und genau, jetzt können wir halt wieder hingehen mit einem neuen Fischbasket und ja,
ihn wieder füttern. Den Prozess müssen wir dann halt natürlich so oft wiederholen, bis wir ihn gezähmt haben. Müsst halt aufpassen, weil wenn ihr einmal Aggro von ihm bekommt, dann ist der gesamte Taming-Process resettet. Also dementsprechend müsstet ihr dann wieder komplett von neu anfangen. Denn das spricht halt auch wieder dafür, dass ihr halt große Fische benutzt, dass ihr nicht zu oft zu ihm hinlaufen müsst. So, alternativ können wir auch eine Falle bauen, für alle, denen das halt zu risky ist, wenn er rumläuft. Und wenn ihr diese Mod nicht habt. So, wir brauchen dafür auch nur ein paar Foundations, ist nicht teuer. Ein paar Foundations, Rams und Dwarf Rams. So. Der sollte jetzt erstmal ein bisschen weiter wegbleiben. So, dann bauen wir hier einfach mal eine 3x3 Trap hier. So, und dann noch Dwarf Rams, 2 hoch. Und dann noch auf einer Seite Rampen natürlich. Und wichtig auch zu wissen, fangt direkt mit der Strategie an oder ja, entscheidet euch für eine Strategie, weil der Taming-Prozess ja, wenn er aggro wird, resettet. Und er wird halt, ihr müsst halt jetzt sein Aggro kriegen, einfach anschießen oder sowas. Und wenn ihr jetzt schon mal ein paar Mal, wie ich gerade gefüttert habe, ist es halt alles resettet und ihr müsstet vor neu anfangen. Dementsprechend entscheidet euch von Anfang an für eine Strategie. Ich würde euch die Falle auf jeden Fall empfehlen, weil es halt einfach deutlich einfacher ist, gerade wenn ihr den jetzt noch nicht so oft gezähmt habt. Und ja, jetzt ist er in der Falle. Und da ist er jetzt auch stuck. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder aus der Render-Distance gehen, damit er Aggro auf uns verliert und sich ein bisschen beruhigt. Ansonsten wird er auch nicht schlafen gehen, solange er Aggro bleibt. Und so, jetzt sind wir wieder da. Und da ist er jetzt auch schon am Schlafen. So. Jetzt müsste er natürlich... Ja, jetzt ist er aufgestanden. Wir müssen jetzt warten, bis er wieder schlafen geht. Aber wir können uns schon mal dran sneaken. Er kann da jetzt auch gar nicht rauskommen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, wir machen uns hier schon mal alles ready. Und gehen dann dahin. Müssen jetzt natürlich warten, bis er auch wieder schlafen geht. So, jetzt geht er schlafen. Und jetzt sind dann natürlich auch noch mehr Shadowmanes gerade gekommen und laufen hier rum. Müssen wir jetzt natürlich aufpassen, aber die werden euch auch nicht so schnell bemerken, weil ihr auch Gilly und alles anhabt. Dementsprechend müssten wir da jetzt eigentlich relativ sicher hingehen können. Auch wenn die da direkt an der Trap rumlaufen. So. Aber das wäre jetzt auch super ärgerlich, wenn ihr keine Trap hättet, weil der dann aggro werden würde, auf jeden Fall. So, dann gehen wir ran, füttern ihn, zack, und gehen weg. Jetzt wird er in der Farm unsichtbar. Wir werden jetzt auch wieder die Fußstapfen sehen. Aber das wird uns jetzt gar nicht stören, weil er halt einfach nicht rausgehen kann. Und er wird da einfach jetzt drin stuck bleiben. Und ja, da sehen wir jetzt auch die roten Silhouetten wieder, die roten leuchtenden Fußstapfen. Aber genau, jetzt müssen wir einfach wieder warten, bis er sich halt wieder hingelegt hat. So. So, immer noch unsichtbar und die Fußstapfen da. Müssen noch einen kleinen Moment warten hier. Bleibt am besten auch in der Range, dass ihr direkt seht, wann er wieder sichtbar wird. Weil sobald er sich hinlegt, könnt ihr ihn halt wieder füttern. So, jetzt ist er wieder sichtbar und jetzt müsst ihr halt einfach warten. So, bei mir hat es gerade irgendwie ein bisschen lange gedauert. Ich zeige euch jetzt noch einen kleinen Trick. Und zwar, ihr könnt ihn auch netgunnen, wenn er nicht schlafen geht. Und dann können wir ihn... Der wird nicht sofort aggro dadurch, wenn ihr es richtig macht. So, aber jetzt können wir ihn füttern, weil er ist jetzt schlafen gegangen. Und wir können ihn füttern und dann müsst ihr halt raus. Und auf jeden Fall einmal aus der Render-Distance gehen, weil ihr halt die Netgun benutzt habt. Ja, ansonsten könnte es passieren, dass Aggro auf euch wird. Also da müsst ihr aufpassen, wenn ihr das machen solltet. Im besten Fall habt ihr einfach ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit mitgebracht. Jetzt gerade hatte ich halt 5 Minuten irgendwie gewartet und es war irgendwie ein bisschen verbuggt gerade. Deswegen hatte ich halt jetzt die Netgun-Strategie benutzt. Aber ist eigentlich auch gut, damit ihr da Bescheid wisst. Ihr könnt ihn halt sozusagen dann zum Schlafen gehen zwingen. So, wenn ihr ihn dann gezähmt habt, dann könnt ihr ihn halt einfach reiten. Es gibt keinen Sattel für ihn. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zu den Fähigkeiten. Jetzt muss ich erstmal raus, bevor wir zu den Fähigkeiten kommen. So. Aber jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten. So. Erstmal, wenn ihr C drückt, könnt ihr euch unsichtbar machen. Also einmal drücken, einfach unsichtbar machen. Und wenn ihr es wieder drückt, dann werdet ihr wieder sichtbar. Also relativ selbsterklärend, der Skill. Wenn ihr Leertaste gedrückt haltet, dann habt ihr so einen Dash-Teleport nach vorne, der also auch ziemlich cool, um schnell voranzukommen oder irgendwo drüber zu springen. Und ihr seht unten auch, dass ihr Cooldowns habt. Also unten unter dieser pinken, über dieser pinken Leiste seht ihr die einzelnen Skills. Das war jetzt zum Beispiel der ganz linke, war der Leertasten-Skill. Der hat einen Cooldown. Das heißt, bis es wieder aufgeladen ist, könnt ihr das nicht benutzen. Hier auch unsichtbar werden. Und
Ja, dann haben wir auch noch, wenn ihr so ein Gebrüll, der halt bufft, dafür braucht ihr aber ein männliches und einen weiblichen Shadow Mane, weil das nur mit Mate Boost funktioniert, aber dann haltet ihr C gedrückt und dadurch kriegt ihr einen Boost halt und das erhöht halt eure Geschwindigkeit ultra krass, also ihr seht, wie viel schneller wir sind und auch den Damage, also das ist ein super, super starker Skill, solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass ihr dann vielleicht einen Mate habt, wo einer einen männlichen und einer einen weiblichen Shadow Mane hat. Also ein ziemlich starker Skill. Und jetzt haben wir noch den wahrscheinlich geilsten Skill vom Shadow Mane. Und zwar so eine Art Stun-Teleport. So, den rechten Mausbutton drücken, gedrückt halten und dann haben wir alles in so einer Sphäre, sag ich mal, was da drin ist, wird halt so gestunt und hingedasht oder hinteleportiert. Werde ich das jetzt nochmal zeigen. So, da habt ihr auch ganz rechts in der Leiste den Cooldown drauf. Jetzt gleich ist er aber ready. Auch für PvP ist dann Spieler, also super, super stark. Und achtet auf diese kleine Sphäre. Genau, da habt ihr es jetzt gesehen. Und das alles, was diese Sphäre berührt, wird dann halt, gestunt und hingedasht. Also ziemlich, ziemlich starker Skill, der auch ultra viel im PvP benutzt wird. Also, ja, einfach übt damit am besten ein bisschen. Ich versuche das jetzt nochmal hier mit dem Petri zu zeigen. So, ihr werdet jetzt diese Sphäre sehen. Die könnt ihr auch ein bisschen steuern. So. Nein, ich glaube, der ist jetzt zu weit weg. Die Range ist halt auch ein bisschen begrenzt. Ich zeige euch das hier aber jetzt nochmal mit dem Argentavis. Ja, weil jetzt auch hat es auch nicht richtig funktioniert. Also, man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Aber, ja, achtet halt einfach drauf, diese Sphäre. Ich hoffe, man kennt die jetzt gut im Video. Aber eigentlich sollte das gut zu erkennen sein. Ich versuche euch das jetzt doch nochmal mit dem Petri da zu zeigen. Jetzt sollte die Entfernung eigentlich passen. So, jetzt rechte Maustaste. Zack. Und dann teleportieren wir uns da hoch. Und er wird kurz gestunt. Er fällt fast komplett bis zum Boden. Wird jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie komplett den Fight entscheiden, wenn ihr einen Stun hinlegt oder sowas. Aber wenn ihr damit wirklich gut umgehen könnt, kann das echt schon ein Gamechanger in einem PvP-Fight sein. Gerade wenn ihr vielleicht mit Mates unterwegs seid oder sowas. So, und da jetzt auch wieder der Stun. Jetzt wurde er zum Beispiel nur ganz kurz gestunt. Aber ist nicht zu lang, zu groß die Reichweite vom Skill, aber trotzdem super, super geil. Ja, da nach vorne können wir jetzt auch schießen. Zeige ich das hier noch einmal jetzt. So, zack. Ja, okay, hat wieder nicht funktioniert. Also das ist jetzt natürlich Vorführeffekt. Aber ich denke, ihr habt verstanden, wie der Skill generell funktioniert. Vielleicht klappt es. Ja, der Cooldown ist gerade noch kurz. So. So. Hier seht ihr es jetzt. Und solange er so diese Blitze um sich herum ist, hat er halt einen Schock, ist gestunt. Also ein super, super geile Kreatur, super, super stark, also auf jeden Fall ein Tame wert. So, das war's dann aber auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.